Zuerst war die Polizei von einem medizinischen Notfall ausgegangen, als der 30-jährige Fahrer eines Opel Corsa am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr am Rothenstein zunächst über eine Verkehrsinsel fuhr, danach über seinem Lenkrad zusammenbrach. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich die Lage dann völlig anders dar. Der Fahrer schien aufgrund seines vorangegangenen Alkoholkonsums nicht mehr Herr seiner Lage gewesen zu sein. Ein vor Ort veranlasster Alkotest bestätigte dies. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Hellersen gebracht. Die Feuerwehr streute auslaufendes Öl ab, denn beim Überfahren der Verkehrsinsel wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen. Außerdem musste die Straße von herumfliegenden Trümmerteilen gereinigt werden.